Ihr lieben Kochanfängerinnen und Kochanfänger, heute machen wir ein köstliches kleines Vorspeischen oder ein Snack oder etwas zum Abendessen oder etwas zur Beilage, von dem ich euch zeigen wollte, wie man es macht. Und zwar marinierte Paprika. Ein kaltes, man kann es auch warm essen, aber ein kaltes, aber man kann es auch in Olivenöl dann im Deckelchen einlegen und so machen. Und das macht man folgendermaßen, und das ist wirklich sehr einfach, das ist ja das Schöne daran. Ich nehme rote Paprika, ihr könnt auch orangene Paprika nehmen, auch grüne, aber da ist es sehr schwierig, weil grüne haben eine dünne Haut. Grüne sind ja nichts anderes als die unreifen Paprika. Also eine Paprika wird ein grün, gelb, orange und rot. Ich bin mir sicher, einige von euch wussten das nicht. Besonders viel Vitamin C haben die Roten. Also alles, was farbig ist, alles, was bunt ist, ist besonders gesund. Und deswegen solltet ihr auch viel buntes Gemüse essen. Diese roten Paprika nehme ich gerne, um marinierte Paprika zu machen, weil sie eine dickere Schale haben. Sie haben auch mehr Süße, sie sind ausgereift, aber sie haben auch eine dickere, ja, viel mehr Fleisch. Ja, beim Grünen entwickelt sich das erst, obwohl, ehrlich gesagt, ich die grünen rohen, wenn ich sie so esse, lieber mag als die süßen roten. Ich schneide sie einfach durch und dann seht ihr, das Kerngehäuse, das breche ich einfach raus. Und was ihr dann seht, das ist, ja, das kann man natürlich schnabulieren, sind die Samen. Ja, das ist das, wo die nächsten Paprikas eigentlich entstehen. Wenn da gar keine Samen mehr drinnen sind, ist das eigentlich ein trauriges Zeichen. Das heißt, das sind eigentlich Hybride, die so in der freien Wildnis nicht überleben würden, weil sie sich ja nicht vermehren könnten. Was ich jetzt mache, ist, ich tue die weißen Häutchen hier entfernen, aber aus rein ästhetischen Gründen, jetzt nicht, wenn man die nicht essen könnte. Klar kann man die essen, ich weiß, ich esse ja eigentlich immer alles mit, aber ich brauche einfach was Hübsches für eine simple Vorspeise. Dann nehme ich eine Kasserolle, ein Blech. Man kann auch ein Papier raufgeben, das ist, das mache ich jetzt. Das ist jetzt nicht ökologisch so sinnvoll, wie das direkt am Ende dazu machen. Aber ich habe ja schon geschnittene und alte aufgehoben, also das kommt da jetzt einfach so grob drauf rein. Dann lege ich meine kleinen Paprikas mit der Haut nach oben. Dann nehme ich ein Olivenöl. Ich kann es nicht oft genug sagen, bitte kein Bratöl, bitte kein Industrieöl. Das ist ein totes, fettige Industrieflüssigkeit, die wollt ihr nicht in eurem Bauch haben und schon gar nicht in euren Gedärmen und im Stoffwechsel. Und es gibt ja auch Aroma, es gibt Geschmack ab, gutes Öl. Es muss jetzt nicht Olivenöl sein. Probiert das mal aus, was euch schmeckt. Ich nehme jetzt Olivenöl, weil ich so viele verschiedene Olivenöle habe und die muss ich auch mal verarbeiten. Ne? Jetzt habe ich diese roten Paprika mit der Haut nach oben gelegt und ein bisschen gutes, schmackhaftes, kaltgepresstes Olivenöl rübergegeben. Und jetzt gebe ich es ins Rohr, also in den Ofen. Ich würde mal sagen, bei 200 Grad, sagen wir. Ihr könnt auch 180 machen. Ich mache mal 195. Gebe ich das jetzt auf die mittlere Schiene bei Ober- und Unterhitze. Und warte einfach 10-15 Minuten. Was ich möchte, ist, dass die Haut oben ein bisschen schwarz ist. Ich werde es euch dann zeigen, wie das ausschauen muss. Ungefähr 10-15 Minuten sind vorbei. Es kann vielleicht auch mal 20 Minuten dauern und wir schauen jetzt mal, wie die Paprika ausschauen. Schaut das aus? Leicht bräunlich-schwarz, wie ich euch das gesagt habe. Und was ich jetzt mache, ich gebe ein frisches, nasses Hangerl über diese Paprika. Manche geben sie in einen Plastiksackerl, dass sie aufblasen, zuknoten, damit sich jetzt die Haut von der Paprika löst. Plastiksackerl, ihr wisst, damit habe ich es nicht so. Also mache ich es jetzt mit einem feuchten Tuch. Vorsicht heiß, stelle das zur Seite und was ich jetzt in der Zwischenzeit mache, ist, ich hacke ein bisschen Knoblauch. Was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr das liebt, ihr könntet jetzt auch ein bisschen ein paar Sardellen als Salzersatz machen, fein hacken, das ist sehr köstlich, drüber streuen. Petersilie fein hacken, ihr könnt
könntet aber auch Parmesan reiben. Ihr könntet auch ausprobieren, zum Beispiel die Kombination, die verwegene mit Dill. Oder ihr macht es klassisch mit Rosmarinnadeln und Thymian. Okay, kann man immer machen. Wie viel Knoblauch, so viel ihr wollt, so viel euch gefällt. Ich nehme so viel. Dann warte ich, bis das ein bisschen abgekühlt ist. Das kann auch ein paar Minuten dauern. Und dann nehme ich mir ein scharfes Messer und probiere jetzt mal, ob ich die Haut abziehen kann. Und eigentlich müsste die sich, seht ihr, ganz leicht lösen. Das sind jetzt junge Paprika. Je älter die sind, desto leichter lässt es sich lösen. Bei den grünen ist es echt schwierig. Zieh die ganze Haut ab und gebe die nackerte, die entkleidete Paprika dann auf meinen Teller. Also wie gesagt, ihr könnt da auch noch warten, aber ihr wisst ja, ich bin ein ungeduldiges Mädchen und lasse mich gern dann von der Hitze eines Besseren belehren. Ihr zu Hause wartet noch ein bisschen länger. Seht ihr, so zieht man das ab. Das ist übrigens unverdaulich, also die Schale auch bei Tomaten, das bleibt ja dann immer übrig, auch in das, im Sud, wenn ihr das lange kocht. Sicher sehr gut für den Darm als Ballaststoff. Also ich würde es nicht unbedingt wegmachen, es sei denn, ich brauche was Weiches, Gutes, und das ist das Konzept von diesem Rezept. Seht ihr, das ist so schwarz, aber wenn ich es abziehe, dann ist es eben nicht mehr schwarz. Manche in Rumänien zum Beispiel, in Ländern, die grillen das auch, halten die Paprika über offenes Feuer und rösten das. Das schmeckt dann auch, seht ihr, hier ist es schwarz und hier ist es dann rot. Also keine Angst, aber wenn es zu schwarz macht, dann ist es natürlich verkohlt. Dann bräuchte ich nicht beklagen bei mir. Also ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Es muss allerdings schon ein bisschen braun werden. Wenn ihr zu früh rausnehmt und es ist dann wellig, müsst ihr es vielleicht dann nochmal einfach 5 Minuten reingeben. Immer eine Uhr stellen, weil es kann dann auch schon verbrennen. Es ist ein zartes Pflänzlein, die Paprika. Ihr könnt das auch mit Gelb und Orange abwechselnd machen. Dann könnt ihr auch bunte Muster legen. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt nehmen und einfach in viel gutem Öl in ein Schraubglas oben, es muss also mit Öl komplett bedeckt sein oben, damit kein Sauerstoff reinkommt, und das länger aufheben. Aber es ist ja so köstlich, dass man das ja ratzfatz wegputzt. Das war's. Und nun nehme ich mein bisschen Knoblauch und gebe das so ein bisschen drüber. Ein bisschen Steinsalz, ein bisschen guten Pfeffer. Das ist jetzt hier Tellaheri-Pfeffer aus Indien. Ihr wisst ja meine Schwäche, ein Hauch Zitronensaft. Und ordentlich Olivenöl. Und ich muss mich wieder opfern. Und für euch, statt euch kosten, um euch zu sagen, wie es schmeckt und ob es was geworden ist. Es lohnt sich, das nachzumachen. Das könnt ihr auch. Vielleicht sogar besser. Eure Sarah.